Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei The Forest mit eurem Voucher und mit dem Nameless. Ich muss so lachen. Ich paddle ja hier schon fast gefühlt eine halbe Stunde. Ich hatte die Aufnahme schon mal gestartet, ne? Vorne, als ich noch bei der Yacht war, dachte ich, ja, paddel mal kurz zusammen rüber, weißt du, zur nächsten Höhle. Da wäre jetzt aber die Folge rum und wir wären gerade hier. Alter, das Ding ist ja nicht wirklich so ein Turbode. Und es läuft Wasser rein. Jetzt pass auf, jetzt muss ich orientieren. Da vorne müsste jetzt der Anker jeden Moment auftauchen. Und beim Anker machen wir auch Halt, da vorne kommen da, ne? Da machen wir Halt, dann schwimmen wir ein Stück rüber. Ich habe die Karte vom Roy hier nebenbei auf, dass ich die Höhle finde. Dann holen wir uns jetzt das Tauchgerät ran. Und wenn wir zeitlich noch einigermaßen fit sind, dann flitzen wir noch. Was heißt flitzen? Dann fahren wir noch zu dieser Insel mit dem Bootle, wo die für die Pistole, weißt du, das Stück für die Pistole, wo uns noch fehlt, das ist nämlich hier auf einer Insel ganz in der Nähe. Dann zu den Containern, dann in die zweite Höhle rein. Da holen wir uns dann die Keycard. Da vorne rennen sie. Stopp. Kleine Patrouille, hä? Kleine Patrouille. Oh, ich könnte, aber weißt du, momentan ist es mit dem Brüllen schon so ein bisschen nervig. Da oben laufen auch noch welche. Ich sehe es gerade durchs Fenster. Da oben laufen sie und da hinten sind sie gerade weggerannt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es haifischtechnisch hier so gut ist, weißt du? Hier kommt auch Wasser rein beim Flitzen und so. Ich sage immer Flitzen. Das ist einfach nur, um mein Selbstbewusstsein zu stärken, dass wir hier wirklich ein tolles Boot haben. Ja, guck mal, jetzt haben die uns wahrscheinlich entdeckt. Guck mal, der ganze Strand ist voll. Alter, egal wo ich hingehe momentan. Eins, zwei gebückt, einer rennt, sind fünf. Da vorne steht der Brüller. Alter Schwede, dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Wir paddeln zu dieser Insel vor. Ist das ein Scheißdreck? Oh, hier ist aber flach, Alter. Vielleicht sollte ich weiter rausfahren. Ne, 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 ne. Ja, wer hätte das gedacht, Leute, dass wir hier so eine spaßige Runde haben auf unserem Floß? Entschuldigung, wie gesagt, ich muss so lachen. Ich habe mir das so ein bisschen schneller vorgestellt gehabt. Ist aber auch eine Weile her, dass ich das Floß bedient habe. Ich glaube, wir paddeln mal hier rüber. Hier ist dann auch nicht wirklich weit. Da können wir dann eventuell den Haifischen entkommen. Stopp. Guck dich mal um. Alles klar, irgendwelche Haifische hier gerade so. Okay. Jetzt ist die Frage der Fragen. Ich möchte ja darüber. Schadada. So habe ich es mir ja vorgestellt, nur schneller halt, ne? Hallo? Wo Möwen sind, muss Land sein. War das nicht so in den alten Piratenfilmen? Es ist Land in sich, Captain. Da ist eine Möwe. Ein Möwchen. Habe ich euch schon erzählt, dass ich demonetarisiert werde momentan? Ja. Hier bei diesen, genau bei diesen Clips, ich glaube, die Schweden haben sich da irgendwie gemeldet und haben gesagt, ey, Alter, der Voucher, das kann es nicht sein, weißt du? Der Roy hat gesagt, ich brauche eigentlich nichts zum Essen mitnehmen, aber der Roy weiß auch manchmal einfach, ey, das ist nicht fertig, der weiß halt manchmal einfach nicht, wie schusslich ich schon war. Wir haben noch Bären. Ich glaube, wir gehen einfach rüber. Ich lasse das Boot jetzt mal hier. Ja, komm, springen wir mal hier rüber. Hier ist ein blauer Fisch. Ich hoffe, der Haifisch frisst eher den als mich. Hier ist eine Auster, ne? Das muss eine Auster gewesen sein, so wie die gefunkelt und gestrahlt hat. Yay. Hallo? Aha, Schildi. Jetzt pass auf. Ungefährerweise hier ist das Boot. Da vorne ist der Anker. Da müssen wir hier rein. Da rennen wir jetzt einfach mal rein in den Wald. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Höhle ist. Ich hoffe einfach, wir finden die jetzt. Ausgerechnet, weißt du, jetzt muss ich eine Höhle suchen, die ich nicht kenne. Punkt 1. Punkt 2, da muss ich da auch noch rein. Und auch noch was finden in der Höhle. Euer Voucher. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die? Weil in dieser Höhle war ich tatsächlich auch noch nicht drin. Hier ist dieser Baum. Da ist Stein. Stein ist doch immer so ein bisschen das Zeichen. Nee, aber hier wird jetzt nicht gerade ein Höhleneingang sein. Schön gewachsen, muss ich dir lassen. Ich bin gespannt, ob wir das gleich finden. Alter, erschreck mich nicht so. Hier, da könnt's, hier sieht es doch nach Höhle aus, oder? Hier rum, oder? Wenden wir. Jo, wir haben's. Ich denke mal, das ist die Höhle. Okay. Präparieren wir uns. Wupp. Ich habe kein Alkohol dabei. Alter, wie übel ist denn das? Vielleicht finden wir ja Alkohol. Also, wenn jetzt alles klappt, finden wir hier das Tauchgerät. Er hat gesagt, runter, alle Seile runter und immer links halten. So, machen wir hier langsam. So ganz kleines bisschen nach unten schielen kann man ja mal und holt schon mal dein Feuerzeug raus. Hol dein Feuerzeug raus. Also heute werden wir nicht viel mit Sticks machen, ne? Ich wollte es nur mal dazu sagen. Stick me back. Düdel dip dim.
Stick me back. Hö. Da ist schon mal einer. Das war klar, das musste ich tun. Ja, tob dich aus. Oh. Viel Schaden macht dir der aber nicht. Nameless, Alter, wehr dich doch mal. So, Zähne rausgebrochen. Ey, was ist denn da vorne aufgebaut? Okay, nochmal zur Orientierung. Ich kam hier runter, links halten. Hey, wo ist jetzt hier links? Ist hier schon links? Boah, nee, Alter. Links halten, die Seile runter. Zünd das mal an, ich sehe nichts. Oh Mann, Höhle. Ich habe natürlich den Superfilter drin. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt. Man sieht tatsächlich ein bisschen was. Das könnte links halten sein hier. Kann aber auch sein, ich bin falsch. Werden wir sehen. Je nachdem, was hier auf uns zukommt, drehe ich nämlich gleich wieder um. Da. Ne, hier ist eine Felsspalte. Hier geht's wieder raus. Ach, hier kann man raus, weißt du? Okay. New Item. Adult To-Do-List. 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 Geil. Ja, ihr seht, ich habe es auch noch nicht auf Deutsch umgeschalten. Die To-Do-List verstehe ich gerade noch so. Okay, pass auf, nochmal zum Seil. Ich muss immer vom Seil aus mich orientieren. Sonst sind wir nämlich die längste Zeit in Orientierungsphase. Kann ich die hier aufmachen? Jo. Schön. Schön, dass du es probiert hast. Hau da drauf. Da hat nichts gebracht, ne? So, alles klar. Dann war das nicht links. Dann ist da vorne links. Da, wo ich die Typen gemördelt habe. Gemördert. Hier ist noch so ein Case. Mach das auch mal auf. Du weißt nie, was drin ist. Oh, super. Okay, gleich wieder preparen. Stoff habe ich genug? Nee. Alter, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Was wir jetzt kurz machen können, Leute, weil Rüstung habe ich nämlich wirklich nicht viel. Dann lasst uns das jetzt genießen, dass wir die Chance haben, hier. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht auch. Dann verstärkt, wenn ich hier rumbrenne und rumdösel. So, du noch? Ja. Hier ist noch mal ein Beauty-Käsle. Früher nannte man es Beauty-Käsle, heute heißt es Babybell. Oh, war das Schleichwerbung? Wollte ich nicht. Obwohl sie gut schmecken. Das kann man ja nicht einfach so nicht sagen. Ich mag die schon. Hier kannst du mal dagegen hauen. Jo. Stoffe sind dann nicht unwichtig, wenn man nichts hat. So, die brenne ich ab, dann machen wir uns kurz Knochenrüstung. Was ist denn hier? Ist das eine Lampe, die ich nehmen kann? Ist das der Günther, von dem du sprachst? Günther. Nö. Set's not the Günther. Da hinten ist ein Seil. Was ist das hier? Eine Lampe, die man nicht nehmen kann? Da haben sie sich wohl bequem gemacht in der Höhle. Ich meine, die sind bestimmt hier angekommen und haben gedacht, ey, geil, eine Höhle. Da gehen wir rein, da sind wir sicher. Und haben sie dann richtig bös gelitten, weißt du? So, wieso ist hier ein Lichtschein? Ah, alles klar, von meinem Ding. Jetzt pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir es halt hier fertig, weißt du? Da kennen wir nichts. Wir ziehen es natürlich an. Und 3. Jawohl. Und nochmal angezogen. Das sind jetzt zu wenig, aber wir haben hier noch jede Menge Knochen. Können wir einsammeln. Wo ist denn der andere Kollege? Den habe ich da. Ich habe keine Ahnung, wie viele Monster hier kommen, was kommen kann oder so. Ich habe da echt nicht so den Durchblick. Ich bin ja meistens oben. Wie man weiß von mir, ne? So, where? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mache das jetzt hier richtig extrem voll, weißt du? Where? Genau, hier nochmal eingesammelt. Haben wir jetzt alle Knochen? Reicht's nochmal? Ne, reicht nicht mehr. Also gut, wir halten uns links. Gucken natürlich entsprechend die Seile. Hier ist nochmal so ein Beauty-Dings. Dann lass es, den haben sie aber hochgehängt. Hängt den höher! Ein Stick! Stick me back. Dip-dip-dip-dim. Ha, mit uns nicht. Wir kriegen überall unsere Sticks, weißt du? Eine Uhr. Haben wir genug eingesteckt wohl, ja. So. Was? Wristwatches? Okay, können wir alle nicht benutzen. Wieso machst du jetzt hier die Dinger aufnehmen? Das wollen wir nicht lieber weiterlaufen? Gucken, dass wir wieder rauskommen. Ich meine, da haben wir noch eine zweite Höhle. Du musst hier nicht... Da ist ein Augensymbol. Da ist dein Augensymbol. Was ist das? Ein Phallus. Ist das ein Stück vom Spielzeug, oder? Guck mal, das sieht aus, als ob das hier auf... Ist das aufgeschüttet? Ich mache jetzt kein Dynamit. Kann man das mit Dynamit aufmachen? Weiß das jemand? Gleich mal in die Runde gefragt hier schon wieder. So, naja gut, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Zeit schon investiert, aber Lode, warte dort. Heute röten wir nur mit Ö. Kennt ihr das noch? Da gab es doch so mal so Lidl.
Drei Chinesen am Kontrabass oder so irgendwie hieß das, ne? Oh. Der Voucher weiß nicht mehr, wo sein Seil war. Da. Ein Bild von Timmy. Timmy, das sieht aus wie meine erste Map, die ich gezeichnet habe. Do you remember the time? Das ist schon ein paar Staffeln her, ne? Ja, mach doch Lärm, Alterle. Ach du Scheiße, wird es bös heute. Zünd an. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier richtig sind. Wahrscheinlich nicht. Was hat, sonst hätte das bestimmt dazu geschrieben. Voucher, du musst da etwas kaputt machen. Was ist das hier? Ein Helmchen? Ich höre was. Aha. Und das ist keiner von den Schwachen. Ah. Brenn du nur. Brenn du nur, Alterle. Die sind starker, gell? Stopp, nachlegen. Alter, wie konnte ich jetzt mich hier dazu niederlassen, hier rein zu wollen? Der war gut. Der war gut, wenn auch nicht ganz so absichtlich wie gehofft. Bab, der ist kaputt, ne? Hau den gleich mal. Sehr schön. Ja, ein bisschen. Gott sei Dank stoppt es noch so. Stell dir mal vor, die Funktion wäre nicht da. Und du würdest hier in den Rucksack gehen. Und er wird angreifen in der Zeit trotzdem. Ja, ist gut. Guck mal, wir können blocken. Jetzt. Und gleich nochmal eine rein. Ins Gesicht. In your face! So, jetzt zünd die an. Auch Nameless. Dann benutzt doch den einen Alkohol jetzt, oder? So, ich hoffe, das hebt jetzt etwas länger. Wir können uns gleich noch Knochenrüstung machen. Die wird uns bestimmt noch heute runtergeschlagen. Ich fühle das. So wollte ich die Runde eigentlich nicht machen. Ich wollte rein und raus. So wie der Reut es gesagt hat. Geschwind rein, das Zeugs geholt und wieder raus. Was liegt denn hier alles? Stoff. Gummistoff. Gummistoff. Oh yeah, Gummistoff. Oh. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ah, da geht's nochmal runter. Ne, wir sind richtig. Immer links halten und die Seile runter, ne? So war doch das. Jetzt nehmen wir aber hier die Knochen noch mit. Wir taken the bones into our Rucksack. Ah, ich hasse die Höhlenrunden. Und jetzt haben wir noch einen Haufen vor uns, ne? Und das mit dem Tauchen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich die Kettensäge will, wenn ich da tauchen soll. Echt nicht. So, komm, weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Und er zählt immer noch mit. Nach all den Jahren. Where? Also da haben wir jetzt schon mal ein bisschen Gute gemacht. Es kann aber, wenn der richtige Feind kommt, auch gleich wieder rum sein mit Knochen. Reicht es noch für einen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das reicht. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz ins Buch, wo die Stats sind. Und ich glaube, ich muss was essen, wenn ich es richtig sehe. Stazianer. Die Stazianer schauen nach ihren Stats. Wow, infected. 160 Rüstung haben wir und 51, irgendwas Stärke. Das ist gut. Hallo? Nameless, wenn du dein Feuerzeug weglegst, sag Bescheid vorher. Jetzt pass auf, das essen wir mal. Infektion ist weg. Cook on a fire. Cook on a fire. Mein Bärenmanagement, ne? Ihr wisst schon, nicht ganz so. So, weiter geht's. Ne, das braucht man nicht. Da vorne gehen wir runter und dann zünde ich wieder an. Hallo. Kleines Seil. Wir müssen aber die Ohren aufhalten. Nameless? Wieso von allein wieder hoch? Oh Mann. Er ist allein wieder hochgeklettert, Leute. Das ist eigentlich immer das Zeichen dafür, dass ich. Ja, noch mehr Seile. Noch mehr Seile. Wieso hat dieses Spiel überhaupt Höhlen? Das wäre so gut ohne Höhlen. Alles klar, jetzt sind wir auf dem Weg. Hört ihr was grunzen? Hör nur ich was grunzen? Ich war hier noch nie drin und die Höhle ist mal ultra geil gemacht eigentlich, ne? Ja, weiter, Digga. Du musst nachher nur wieder rausfinden. Das ist so die Kunst. Hallo? So, mein Freund, zünd an. Hast du dir verdient, ein bisschen Licht zu haben? So, links halten, hast du gesagt, ne? Das heißt, ich gehe hier auch links. Wie tief ist denn das ganze Ding, bitte? Hier, ist es hier? Air Canisters.
Habe ich jetzt den Rehbraten? Habe ich den Rebreather, Alterle, oder nicht? Rebreather, wir haben ihn! Es hat funktioniert, Leute. Teil Nummer 1 haben wir, aber ich sehe schon, ich werde für jedes Teil einen Clip brauchen. Jetzt guck mal, dass wir wieder rausfinden und aufs Boot zurück. Aufs Boot muss ich ja auch noch finden. Ja, cool. Wir haben den Rebraten, Alterle. Den Rebreather. Hier ist das Seil. Jetzt gucken wir mal, dass wir wieder rauskommen. Mit Feindkontakt in den Höhlen, ne? Ich will es nur mal dazu sagen. Das muss man mir zugutehalten. Es waren zwar nicht die stärksten, das ist ja egal, oder? Jo, jetzt geht's praktisch weiter zurück zum Ankerplatz. Dann würde ich fast sagen, wir paddeln noch ein paar Meter zusammen, wenn wir es gleich finden, in Richtung zu dieser Insel. Da hole ich dann auch mit dem Dynamit das Stückle noch ran, was uns für die Kanone fehlt von dort. Für diese alte Knarre, weißt du, was ich meine? Und dann machen wir beim nächsten Mal, setzen wir dann über und holen die Schlüsselkarte. Und dann geht's zurück zur Second Base und zur Kettensäge. Den Endboss machen wir aber noch nicht gleich, ne? Wir können ihn aber auch angucken. Im Prinzip können wir ihn tatsächlich angucken. Wenn ihr meint, dass ich schon alles hab dafür, dann speichere ich vorher ab, dann machen wir ein paar Boss-Tries, bevor wir dann vielleicht noch ein paar Runden zusammen weiterbauen einfach. Müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, hier sind wir runtergekommen. Nameless, Alter, du Orientierungsmonster. Du Tier. Ha! Nein, Nameless. Er hat einen Unterkörper gesehen. Ich bin so eine Wutz manchmal. Das ist kein Wunder, weil bei The Forest beschwere ich mich auch nicht. Wenn sie es mich nicht monetarisieren lassen, dann halt nicht. Aber ich verzichte doch jetzt hier nicht auf meine Schweden, weißt du? Auf meine Schweden-Momente. Wash it! Was? Cover den Blatt? Wieso? Wieso bist du jetzt blutig? Hast du den Unterkörper doch angetatscht, oder? Mann, Nemi. So, jetzt müssen wir echt nur noch zurückfinden zum Wasser. Hey, wir haben es geschafft! Der Rückweg war jetzt natürlich viel schneller wie der Hinweg. So, wir sind draußen. Ich glaube, da hinten war es, über dem Hügel. Über dem Hügel, da müsste irgendwo unser Bootle sein. Alle Sorgen, nanana, da vorne dümpelt es im Wasser rum. Haben wir hier eigentlich damals schon alles? Ey, komm, da waren vorne Patrouillen. Renn mal du jetzt hier weg vom Strandmann. Du bist der Strandmann, der Strandman. Sandman, Strandman. Alles klar, Nameless, du hast ihn. Lass ihn mal angucken. Where? Kann ich ja theoretisch jetzt hier schon benutzen, oder? Wenn ich da jetzt rübergehe. So, Alter, jetzt. Ah, das meintest du mit Licht, aber es ist trotzdem ziemlich verschwommen. Habe ich vielleicht nicht alles auf davon? Ja, cool. Der hat bestimmt auch noch eine Brille oder so, die ich noch nicht aufhab. Den kannst du wieder abziehen. Ja, geh erstmal aufs Boot. Ja, cool, Alter. Jetzt weiß ich, was du meinst. Dann hat man tatsächlich ein bisschen. Da war ein Fisch rechts. Das sind ganz viele Fische, aber ich glaube, das sind kleine. Geh mal raus. Das sind nur kleine Fische, Alter. So, kann ich den jetzt auch deburn? Nö. Wieso kann ich denn den jetzt nicht mehr? Can be used to swim underwater. Current air effect 291 Sekunden. Unequipped mit rechts. Alles klar. Nimm mal den Speer. Vielleicht kannst du der Fischle hier rauszischeln. Komm her. Die sind da drin. Seht ihr die? Egal. Was? Was war das für ein Zeichen, das da? Ach, jetzt haben wir uns abgestupst. Alles klar. Solche Aktionen gehen normalerweise immer schief beim ersten Mal. Super! Wie sieht's hier aus? Das Zeug hängt noch, aber kann es das sein, dass das hier innen drin halt einfach ein Durchgang sein kann, weil es nicht draußen hängt an der Luft? Wie auch immer, wir paddeln jetzt mal Richtung zu der Insel noch. Es wird jetzt zwar nicht ganz so aufregend, Leute. So, das war doch super! Und genauso habe ich es mir ja vorgestellt. Hin mit dem Boot, weißt du? Mit dem Unterschied halt, dass das Boot echt langsam ist. So, da vorne, das könnte die Insel sein. Rein theoretisch. Vom Anker weg in die Richtung. Das, ne, das ist die nicht. Das kann nicht sein, das ist die. Ich glaube, das ist die langgezogene. Dann ist es aber noch ein ganzes Stück, Leute. Ja, dann paddle ich mal so, dass wir ein bisschen was hier vom Land sehen. Wir können auch mal hier anhalten. Kurz. Da vorne sind die Container. Dann kann es aber schon sein. Hier, ne, der Ausguck. Der Ausguck der Bösen. Aha. Sollen wir mal hin? Vielleicht ist es ja doch die. Paddle mal dahin, Alterle. Ich glaube aber eher, das ist diese langgezogene Insel, die da zwischen Container und Ding ist. Dann ist es aber noch ein ganz schönes Stück. Hey, wir steigen einfach mal aus. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, weißt du?
Es wird zwar Nacht, das ist schon geil, ne? Wir hatten mit dem Boot alles dabei, außer Sticks halt, ne? Aber wir könnten uns so ein Stickbett aufs Dach bauen, dass wir unser Feeling immer dabei haben. Aber wir können natürlich auch einfach Stick Me Back singen ohne. Stick Me Back. Stick Me Back. Wir sind hier in der Einöde. Ohne unsere Sticks. Stopp! Du weißt nämlich nicht, Alterle. Ja, das ist nicht die Insel, wo ich gemeint habe. Aber guck mal, wie cool das hier mit dem Lichteffekt und so gerade ist. Doch, hier ist es. Das ist das Ding, Alterle. Das ist es. Dann kriegen wir die nächste Pistole. Das nächste Stück Pistole. Schubdubidubi, down. Guck mal, das liegt voll im Wasser drin hier, das Ding. Hier, ne, weißt du? Hier mit C reingemauert, ums Eck hinter den Felsen gerettet und. Yay! Yay, Baby, yay! Yay! Alles ausgeräumt. Kugeln waren auch drin, sehr schön. Super, wie viele Teile haben wir denn jetzt von der Pistole eigentlich? Lass uns gucken. Eins, zwei, drei. Also erst drei Stück und acht sind es, glaube ich, ne? Und natürlich die Kugeln. Neun. Alles klar, Leute. Also da sind wir auf jeden Fall auch schon ein Stück weiter. Wir machen hier auf jeden Fall ein Schläfle. Und da wir ja hier weit ab sind vom Schuss, könnten wir theoretisch hier uns ein Feuerle aufbauen, wenn wir Bock hätten. Weißt du, wenn wir Sticks hätten vor allem. Oh, stick me back. 10 Stück. Stick me back. Alles klar, Leute. Machen wir heute an der Stelle Schluss. Warum sollten wir jetzt hier noch länger das Bootle uns zusammen angucken? Ich hoffe, da beißt mich jetzt kein Haifisch. Geh raus aus dem Wasser. Nameless. Oh, hat er echt keine Taucherbrille eigentlich? Das ist ja total bescheuert ohne Taucherbrille. Air Canister. Batteries, Arrows. Alles klar, Leute. Beim nächsten Mal flitzen wir dann hier, wie gesagt, bei der Containerstelle drüben zur Keycard. Dann holen wir uns die. Und dann gehen wir querfeldein nach Hause. Und dann machen wir drüben weiter am Harem, also an der Second Base, ne? Hier speichere ich jetzt und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ciao.